kann das nicht eine Kombucha-Pilze? Was ist denn für Kombucha? Pilze, das schaut mir leider Gottes sehr, sehr stark nach. Nach einer Nematodenlarve aus. Sehr klar, der Darm. Und wirklich bis ganz zum Schluss. Was richtig schön endet. Und dann natürlich, wenn man sich das übrige Blut anschaut, das was da so wuselt, sind Chylomikronen, das sind so kleine Fettteilchen. Und dann dieser ein bisschen aufgehellte Hintergrund, das sind Thrombozyten, die sichtbar sind, weil es eine gewisse Entzündungsbereitschaft gibt, die angezeigt wird von diesen Philiten. Oh, schau her, ein Philitennest. Häufiges Zeichen für eine Wurzelbehandlung. Oh. Naja, das ist jetzt der Thrombozytenhaufen. Mhm. Ja. Das war wahrscheinlich ein Hautschuppen. Okay. Das ist ein relativ aktiver Leukozyt, also eigentlich ein Lymphozyt. Der ist ziemlich aktiv. Und diese zwei weißen Einschlusskörperchen, die sehen wir relativ typisch für Schwermetallbelastung. Dann hat die wieder mal recht gehabt, die Physiotherapeutin. Die hat auch für Schwermetallbelastung tippt vom Gewebe her. Ja, und auch diese starke Entzündungsbereitschaft durch die ganzen Philite indiziert. Ja, auch das kann von Schwermetallbelastungen ausgelöst werden. Aber weißt du, das ist eine leichte Übung, heute irgendwann eine Schwermetallbelastung anzudichten oder anzugeben, weil ich meine, wenn es Aluminium vom Himmel regnet, hat jeder mehr oder weniger entsprechende Belastungen. Du weißt, was der Ding damals gesagt hat, in dessen Namen ich mehr weiß, der dir wegen suspekt war? Klingert. Nein, der in der Aldi war da zwei, drei Tage, du hast irgendein Gerät da vorhin. Er ist aber kein Arzt. Ah, das war der Ding. Der Decher, der Thomas. Der hat da gesagt, Blei. Ich habe eine Bleibelastung. Mhm. Kann sein. Oder nicht. Nein, nein.